Arbeit ist mir eigentlich nicht wichtig. Meine Schwester denkt, ich gönne ihr ihren Erfolg nicht, aber das stimmt nicht. Kannst du dir vorstellen, was das für mich bedeutet? Die harte Arbeit, das Opfer bringen? Natürlich bin ich neidisch auf Leute, die ein bisschen Geld zum Ausgeben haben. Ich will raus aus dem Käfig. Jedenfalls hat sie mir einen Job in ihrer Firma angeboten. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das machen will. Guten Tag. In meinem Elternhaus hängt in jedem Raum ein Kreuz. Ich bin sehr katholisch und konservativ aufgewachsen. Da bleibt schon einiges hängen. Sie wurden vor ein paar Wochen von meinem Personalchef in die Firma aufgenommen. Der Personalchef, das ist mein Mann. Als ich dann zum Jus-Studieren endlich daheim ausziehen konnte, war das eine große Erleichterung. Aber das wissen Sie bereits. Der Herbert, nicht? Heute mit 35 schaut mein Leben so aus. Er mag gern Sushi. Wecker, Augenringe. Filterkaffee, Zigaretten. Glauben Sie, hat sie meinen Mann wegen ihrer Qualifikationen aufgenommen? Oder wegen etwas anderem, das sie ihm bieten? Liebe Schwester, würdest du bitte mal das Flipchart umblättern? Schauen Sie, ich habe dieses Flipchart für ein Kundengespräch vorbereitet. Was lesen Sie da? 17% mehr Umsatz. Richtig. Würden Sie sich bitte mal zum Flipchart stellen? Blättern Sie bitte um. Was lesen Sie da? Anders gefragt. Wer ist hier Chief? Sie sind der Chief. Richtig. Das ist nicht meine Handschrift. Liebe Schwester, würdest du mir bitte den Akt reichen? Sie sagen, das ist nicht Ihre Handschrift, obwohl es hier schwarz auf weiß zu erkennen ist. Das ist unfair. Sie wollen mir was unterstellen. Ist das Ihre Handschrift? Nein, da muss sich jemand einen Spaß erlaubt haben. Ich glaube, Sie haben sich einen Spaß erlaubt. Einen sehr, sehr schlechten Spaß. Ich lasse mich auf solche Spielchen nicht ein. Wollen Sie einen Eintrag in den Personalakt? Bitte blättern Sie das Flipchart um. Das ist Kindergarten. Das ist nicht Kindergarten. Blättern Sie bitte um. Nein. Lass deinen Mann doch einmal mit dir pudern und dann hat sich die Geschichte. Super Idee. Wir beide wollten heute einen schönen gemeinsamen Abend, ein Schwestern-Versöhnungskochen machen. Ja? Da laden wir die Schlampe auch gleich ein. So, mir reicht's. Ich gehe. Ja, warum nicht? Du verbreitest eh schon so schlechte Vibes, also schlimmer kann's nicht werden. Du kannst mit dem Handy filmen. Gibt sicher eine Mega-Story auf Insta. Das kann man nicht mit ansehen, was du deinem Mann für Sachen durchgehen lässt, nur damit bei dir alles perfekt wirkt. Ruf ihn an, frag, was er vorhat. Er kann ja die Schlampe auch gleich bei uns decken und ich lege mich dazu ins Bett. Also da muss ich leider aussteigen. Du hast die Idee gebracht. Und du musst wie immer komplett übertreiben. Ich glaube, der Abend heute wäre eine gute Möglichkeit, die Stimmung zwischen der älteren und der jüngeren Schwester wieder nach oben schnalzen zu lassen.
Und du kannst es morgen auf deinem Insta-Account posten. Da freuen sich dann deine Künstlerfreunde und hast gleich 3000 Follower mehr. Weißt was, ich koche heute Abend nicht mit dir. Ich gehe zum Würstelhannes. Wirklich was mit dem? Bist du bescheuert? Die Alte da oben ist eifersüchtig und ich muss das ausbaden. Der Herbert ist auch ein ziemlicher Wappler. Dann soll sie ihn knicken und nicht mich. Ich glaube, in erster Linie braucht sie ihn aus Prestigegründen. Warum machst du den Scheißjob eigentlich? Von irgendwas muss man ja leben. Aber man kann nicht nur von Arbeit leben. Wie? Lebst du von der Arbeit oder eher für die Arbeit? Wofür lebst du? Für die Liebe wahrscheinlich. Schön wär's. Dafür habe ich keinen Platz. Wie kann man dafür keinen Platz haben? Es geht sich zeitlich nicht aus. Die Zeit wird aber auch nicht mehr. Die muss man sich in dem Fall einfach nehmen. So wie es jetzt ist, habe ich alles unter Kontrolle. Wenn ich mich für die Liebe entscheide, dann kann einiges schief gehen. Aber wenn im Leben gar nichts schief geht und man nie ein Risiko eingeht, wo bleibt dann die Aufregung? Irgendwelche Probleme muss man sich schaffen, sonst wird es ja fad. Hast du echt nichts mit dem Chef gehabt? Ich habe eine Freundin, okay? Und? Und die wohnt 1000 Kilometer weit weg. Aber es passt eh, weil ich hätte eh keine Zeit und außerdem bin ich viel zu fordernd, viel zu kalt, viel zu ängstlich, viel zu eifersüchtig und was weiß ich noch alles. Vielleicht sparst du dir ein bisschen Zeit, wenn du zu ihr ziehst. Wenn man zusammen wohnt, hat man meistens relativ viel Zeit. Und wenn es nicht funktioniert? Dann weiß man, dass es nicht funktioniert. Ich muss sowieso wieder rein. Ich habe eigentlich gesagt, dass ich nur was ausdrücken gehe. Büro, Schreibtisch. Gerichtsverfahren gegen die eigene Firma. Dann ist es dunkel. Takeout am Heimweg, daheim auf die Couch, ein paar Gläser Wein und ein Joint zum Nachtisch, damit ich schlafen kann. In einem Monat ist mein 56. Geburtstag. Ich frage mich, ob ich so weiterleben möchte. Selbstoptimierung, Erfolg, Selbstoptimierung, Erfolg. Ich spüre, dass mir schon langsam die Kraft ausgeht. Ich will aussteigen. Ich will raus aus dem Käfig. Mein Leben ist ein bisschen ins Leere gelaufen. Ich habe einmal Erwartungen gehabt und Wünsche und sogenannte künstlerische Ambitionen.
Das habe ich ein bisschen verschissen. Ich habe gedacht, mir wird das schon alles irgendwie in den Schoß fallen und dann hat mich das Leben ziemlich abgelenkt und dann war ziemlich bald ziemlich viel Zeit vorbei. Es fällt mir nicht leicht, mit dir so da zu sitzen. Aber ich möchte mir mal die Zeit nehmen, mit dir zu reden, offen zu reden, ohne dass wir gleich hysterisch werden und übereinander herfallen. Reden, worüber wir die letzten 25 Jahre nicht gesprochen haben. Und bitte hör mir einmal zu. Ich habe das Gefühl, du hast einen abgrundtiefen Hass auf mich, weil ich erfolgreich bin. Kannst du dir vorstellen, was das für mich bedeutet? Die harte Arbeit, das Opfer bringen? Ich kann nicht so wie du mit Freundinnen abhängen, wenn es mir gerade passt. Ich hasse dich doch nicht. Natürlich hätte ich auch gern so viel Geld wie du, aber da sind mir andere Sachen doch wichtiger. Ich will dir helfen. Ich mache mir Sorgen um dich. Merkst du nicht, wie allein du bist durch das Leben, das du dir da aufgebaut hast? Du hast nicht einmal deinen Mann an deiner Seite. Ich habe Jugend geheiratet. Mein Mann und ich haben beide nicht wirklich was gelernt. Wir leben so in den Tag hinein. Geld ist immer zu wenig. Das und dass wir es beide mit der Treue nicht immer so hundertprozentig ernst nehmen, führt schon manchmal zu kleineren Streitereien. Aber bis jetzt haben wir uns noch jedes Mal wieder versöhnt. Er ist halt auch ein sehr schöner Mann. Kinder wollen wir beide eigentlich keine. Die kann man ja ins Beisel nicht mitnehmen. Was ist dir wichtig im Leben? Ich lebe, um zu leben und nicht um irgendwelche Dinge anzuhäufen, die ich dann einmal nicht mitnehmen kann. Ja, ich weiß. Ich fühle mich manchmal auch sehr, sehr einsam. Ich hätte gerne, dass du mich auch einmal in die Arme nimmst. Besser? Hat gut getan. Danke für das Jobangebot. Ich weiß schon, dass du das nicht meinst und dass du dir da auch Gedanken machst. Es ist mir wirklich ein Anliegen. Ich bin nicht so ein harter Mensch, wie du glaubst. Es ist halt das Einzige, was ich dir bieten kann. Vielleicht nicht so sehr die große Schwesternliebe, aber ich kann dir ein gesichertes Einkommen bieten. Aber damit bringst du mich in eine Position, wo es dir sehr leicht fallen muss, dich als was Besseres zu fühlen. Ich will auch einmal was Gutes für dich tun. Für meine Familie. Und eigentlich habe ich nur mehr dich. Machst du das nicht, um dich wie die große Retterin fühlen zu können? Hör auf! Retterin, große Retterin, schon wieder haust du auf mich hin. Kannst du nicht einmal sehen, dass ich was Gutes für dich tun will? Ohne Hintergedanken? Tut mir leid. Ich danke. Ich werde das Angebot annehmen. Okay? Okay. Ich will endlich leben. Ich will scheitern dürfen. Ich will Fehler machen dürfen. Ich will einmal ganz unten sein und spüren, wie es ist, wenn ich langsam wieder hochkomme. Ich will auch einmal Urlaub machen. Urlaub, so wie ihn andere Leute machen. Nichts tun, im Bett liegen, ausschlafen, herumirren, ohne Plan, ohne Ziel. Ich will mich einmal so richtig gehen lassen. Schokolade hineinstopfen, Eis schlecken und auf die Waage pfeifen.
Und ich will, dass auch einmal jemand zu mir sagt, Uschi, ich hab dich lieb. Ich frage mich in letzter Zeit, ob das das Leben ist, das ich leben will. Oder ob es da noch ein anderes Leben gibt. Ein schöneres. Mit ihr. Sie wohnt 1000 Kilometer weit weg. Aber ich träume davon, jeden Tag neben mir aufzuwachen und mit ihr am Küchentisch einen Kaffee zu trinken, Zeitung zu lesen und sie jeden Tag, bevor sie aus dem Haus geht, zum Abschied zu küssen. Würdest du mir bitte den Akt reichen? Nennen Sie mir mal den Kündigungsgrund. Ich kündige, weil ich nicht mehr für die Arbeit leben will. Weil ich mit der Person zusammen sein will, die mich zum Lachen bringt, die mich traurig macht, die mich glücklich macht, die mir den Schweiß in die Achseln treibt, mit der ich Schokolade fressen kann, die ich mit Eiscreme bewerfen kann, mit der ich den ganzen Tag im Bett bleiben kann, weil ich nichts versäume. Ich will nicht mehr für die Arbeit leben. Weil ich mit der Person zusammen sein will, die mich zum Lachen bringt, die mich traurig macht, die mich glücklich macht, die mir den Schweiß in die Achseln treibt, mit der ich Schokolade fressen kann, die ich mit Eiscreme bewerfen kann, mit der ich den ganzen Tag im Bett bleiben kann, weil ich nichts versäume. Ich will nicht mehr für die Arbeit leben. Ich werde ausziehen. Ich wollte dich fragen, ob ich vielleicht ein paar Wochen bei dir wohnen kann. Gehst du am Abend mit mir beim Würstelhandel ein Dosenbier trinken?